Thema Nationalmannschaft würde ich jetzt gerne mal ansprechen. Ist ja brandaktuell. Das läuft natürlich nicht so gut, wie wir alle mitverfolgen. Ich hätte gerne mal deine Expertise dazu. Was glaubst du, kriegen wir jetzt noch gewuppt bis zum nächsten großen Turnier? Was läuft da gerade schief? Wie kann das sein, dass es innerhalb von so kürzester Zeit, gerade Thema Fußball ist ja politisch immer sehr hoch angesiedelt. Ich glaube, die Bayern-Spieler sind gefühlt jeden Tag in der Bild-Zeitung drin. Mhm. Wenn die einmal irgendwie falsch abbiegen, dann ist es direkt Seite 1. Wie ist das zum einen für dich als Profi, der immer im Fokus der Öffentlichkeit steht? Denkst du oder kannst du dich frei bewegen oder fühlst du dich schon beobachtet und irgendwie eingeschränkt? Das zum einen. Und als zweite Frage, Thema Nationalmannschaft. Glaubst du, wir kriegen das noch hin? Also man fühlt sich auf jeden Fall beobachtet, weil man kann so einige Sachen einfach nicht mehr unbeobachtet machen. Also ob es jetzt ein Bier trinken ist oder ein Glas Wein. Mittlerweile bin ich über 30, mich interessiert das jetzt nicht mehr, was jemand anderes sagt. Aber immer so ein bisschen, also gerade in Köln kennt man mich ja auch. Ja. Ist nicht so schön, aber es gibt ja diese positiven Beispiele, dass sich Leute freuen, dich zu sehen, dass sie ein Foto mit mir machen wollen und so. Absolut. Das ist ja was Schönes, wenn Kinder kommen und ein Autogramm wollen. Aber hast du jetzt, wenn du Samstag 15:30 spielst, wenn du jetzt sagst, Freitagabend, ich gehe mit meiner Frau essen, hast du da Schiss? Gehe ich gar nicht mehr raus. Mach ich gar nicht mehr. Nee. Einfach weil zu sensibel du bist. Nö, also du könntest ja was essen gehen, aber ne, du solltest dann auf jeden Fall keinen Alkohol trinken. Mach ich aber auch sowieso nicht vorm Spiel. Aber ich bleib dann einfach zu Hause. Ich esse dann meine Nudeln zu Hause und meistens sind wir auch im Hotel. Wobei bei dem Trainer ist es jetzt nicht so, weil bei manchen Trainern bist du auch vorm Heimspiel im Hotel. Ah, da wird nochmal speziell genau, isoliert, dann wird isoliert, genau, dass du auch gut isst und so. Da gehe ich nicht raus. Da bleibe ich vom Spieltag immer zu Hause und mache alles zu Hause. Da hast du also auch deine Rituale, denen du folgst. Das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Auf jeden Fall, ja. Bist du jemand, der immer denselben Ablauf braucht im Sport? Stellst du, wenn dann die Leistung vielleicht deiner Meinung nach nicht gut war, das dann auch in Frage und änderst Dinge? Nee, so oder nicht. Bist du da frei von? Nee, ich bin da eigentlich recht frei von. Es ist ja immer der gleiche Ablauf. Ne? Also wenn wir zu Hause spielen, dann bei dem Trainer triffst du dich um. Ja klar, ist der gleiche Ablauf, aber es gibt ja Spieler, die sagen, ich muss immer den linken Schuh anziehen, ich muss vor dem Spiel immer dieselbe Unterhose tragen. Hatte ich auch irgendwelche Mitspieler oder die sagen, ich muss immer Nudeln mit Tomatensauce essen, 5 Stunden vorm Spiel, sonst geht alles schief. Nee, das ist nicht. Wir kriegen immer Essen vorm Spiel, immer 3 Stunden vorher, das ist Gesetz. Ja. So. Aber ich esse mal so, mal ein paar Kartoffeln, mal Nudeln. Ja, genau. Also ich habe da jetzt kein Ritual, wo ich sage, das muss ich so machen. Irgendwann, klar, wiederholt sich das, aber ich denke da nicht drüber nach. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, gerade ein mentales Thema. Ich finde es gut, gewisse Abläufe zu haben und auch Automatismen, aber ich glaube, gerade mental macht man sich dann enormen Druck, wenn man immer, ich habe das früher, als ich jünger war, habe ich auch gesagt, okay, du guckst bei den Großen ab, die machen das so und du machst es genau so. Da denke ich mir, jetzt hast du aber schlecht gespielt. Ja, und dann? Jetzt, was mache ich jetzt? Ja, dann musst du irgendwie anderen, jetzt habe ich gut gespielt und dann dachte ich mir so, okay, was habe ich jetzt nochmal gemacht? So, lass es einfach bleiben. Ja, das stimmt schon. Nee, ich habe damals, mein Vater hat mir, als ich recht jung war, gerade in Holland war, hat er mir ein, kennst du das Glücksei von Sanka von Cool Runnings? Hast du den Film geguckt? Cool Runnings habe ich geguckt. Genau, und der Sanka hat doch dieses Glücksei, was er immer küsst vorher, bevor die in diese Dingens gehen. Ja. Mein Vater hat so ein Ei gefunden als Stein am Rhein und den hat er mir gegeben, den habe ich immer noch in meiner Tasche. Also den nehme ich immer mit. Ja. Das ist stark. Immer zum Auswärtsspiel nehme ich den mit, ja. Das ist eigentlich der perfekte Abschlusssatz. Aber ich will trotzdem noch ein Thema Nationalmannschaft von dir hören. Ja. Was glaubst du, ist da gerade passiert? Wir haben noch genug gute Spieler. Wie kann das sein, dass wir international jetzt so, ja, man muss ja wirklich sagen, abgekackt haben? Ich glaube, wir haben einfach gerade eine schwere Phase, wo wir rauskommen müssen und werden. Ist ja aber ewig. Ich glaube, Hansi Flick ist aber ein hervorragender Trainer. Er hat nicht aus Spaß das Triple gewonnen bei den Bayern. Ich kenne Hansi auch noch von Hoffenheim. Er war damals hatte da eine etwas höhere Stelle. Oft mit ihm gequatscht. Super Typ, super Trainer und ich bin felsenfest davon. Deutschland ist eine Turniermannschaft. Also ja, sagt man. Ja. War jetzt die letzten Turniere nicht so? Ja, aber leider. Ja, warten wir mal ab. Also ich hoffe, überzeugt, dass wir weit kommen. Weit kommen. Zu Hause. Ja, hoffentlich. Zu Hause, ja. Sonst ist das Fiasko da, auf jeden Fall. In dem Jahr, als du in der Nationalmannschaft warst, wer war da Bundestrainer? Jogi Löw. Ja. Jogi Löw. Mhm. Wie war das mit ihm zu arbeiten? Also ganz, ganz ruhiger, netter, guter Trainer. Also
Weltmeister-Coach, ne? Ja, war für mich eine Riesenehre, für Deutschland aufzulaufen. War schon geil. War damals nicht so erfolgreich. Wir haben 3-0 in Holland verloren bei meinem Debüt. War jetzt nicht so schön, aber gut, das nimmt mir keiner mehr. Ich kann sagen, dass ich in der Nationalmannschaft gespielt habe und gibt nichts Geileres. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema privat eingehen. Im Profisport, du hast jetzt vor kurzem erst geheiratet. Und wie ist das mit den ganzen, du hast ja jetzt gesagt, ihr trainiert nur bis 14 Uhr. aber wie ist das trotzdem? Man ist viel unterwegs. Man hat natürlich im Fußball das Thema, wir wissen alle, es ist Nummer 1 in Deutschland. Und wir wissen auch alle, dass der Fußballprofi am meisten verdient von den Profisportlern in Deutschland. Und da hat man natürlich auch viele Ablenkungen. Man wird viel angetextet, man wird viel von anderen Frauen auch angegraben und wie auch immer. Ist es für dich wichtig, da eine Konstante immer gehabt oder schon länger gehabt zu haben? Wie sehr stören diese äußeren Einflüsse an sich? Ja, also Auswärtsfahrten, ich weiß nicht, jetzt nicht, beim Basketball erkennt man das irgendwie, da gibt es ja manchmal schon, dass da ein paar Verrückte irgendwie ins Hotel kommen oder so. Ach so, nee, das habe ich jetzt eigentlich, also noch nicht erlebt. Noch nicht erlebt, ne. Glücklicherweise nicht. Wir sind auch sehr abgeschottet, ne? Also wenn wir ins Hotel, dann sind wir wirklich im Hotel. Du fährst zum Trainingsplatz, trainierst abends noch, fährst ins Hotel, schlafen, nächsten Morgen aktivieren und zum Stadion. Und vom Stadion direkt zum Flughafen zurück. Also da wirst du nicht wirklich abgelenkt. Wird schon darauf geachtet, dass ihr da isoliert seid. Ja, ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, ich bin jetzt 4 Jahre mit meiner Frau zusammen, seit ein paar Monaten erst verheiratet. Sehr, sehr glücklich. Schön. Und ja, ich habe da jetzt keine mehr, die mich ablenken. Gibt's nicht mehr. Das ist gut. Ja. Das wollen wir hoffen. Ja. Das ist bestimmt der nächste Schritt, Thema Familienplanung wahrscheinlich, oder? Oder habt ihr einen Kinderwunsch? Ja, wir haben einen Kinderwunsch, ja, aber meine Frau ist erst 26. Wir haben da jetzt überhaupt keinen Stress. Also mal gucken, was die Zukunft bringt. Jetzt erstmal voller Fokus auf Comeback. Das sowieso, genau. Ja. Vertragsverlängerung. Auch schon passiert, ja. Und dann schwanger in Köln. Das ist wundervoll. Hervorragend, ja. Okay. Deine persönlichen Ziele, nächste Saison. Du hast letztes Jahr ein sehr gutes gespielt. Ich bin mit dem felsenfest davon überzeugt, wie gesagt, nach der langen Verletzung, dass du da mindestens dran anknüpfen wirst vom Niveau. Mhm. Du musst dich natürlich jetzt, vom Timing her ist es gut, die Vorbereitung fängt jetzt an und du wirst nicht von Anfang an zu 100% da sein, aber relativ früh auch voll da sein. Stammplatz muss das Ziel sein wahrscheinlich. Ja, ich habe ja jetzt schon einiges erlebt im Fußball. Also Stammplatzgarantien gibt es nicht. Egal für wen. Ja. Egal für wen. Von daher. Beim FC genau, ich will jetzt. Jetzt scheißegal, welcher Verein, also in allen Vereinen. Du musst halt deine Leistung abrufen. So, ich versuche jetzt erstmal wieder ganz in Ruhe fit zu werden. Ja, dass ich auch wieder Spieltagsniveau erreiche. Und klar, am besten so schnell wie möglich, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es reagiert, ob das alles im Mannschaftstraining alles so funktioniert. Ich gehe davon aus, aber man kann es vorher natürlich nicht sehen, aber natürlich mein Ziel ist zu spielen dann, ja. Ich bin sehr guter Dinge. Ich freue mich dann, wenn du aufläufst und ich werde dich auf jeden Fall dann auch im Stadion mal besuchen, das muss ich mir geben. Ich muss sagen, Schande über mein Haupt, ich glaube, seitdem ich in Köln bin, war ich gefühlt dreimal nur im Stadion. Das ist eine Freche, also, ne? Ja, aber jetzt habe ich ja endlich einen Bezugspunkt. Jawohl, ne? Sagst Bescheid, kommst vorbei. Wir haben es live on tape, ich bekomme Taten. Auf jeden Fall. Also, ja. Lieben Dank für die Zeit. Ne? Sehr gerne. Alles Gute weiterhin und ich werde es verfolgen. Super.